Es gab ja diesen Streit zwischen Beate Zschäpe und ihren Altverteidigern, sagen wir immer, den ersten drei, die sie hatte. Nach 2 Jahren Prozessdauer haben die sich dann verstritten. Meine Interpretation war immer, dass ihre absolute Schweigestrategie schon auf dem Mist ihrer Verteidiger gewachsen ist. Und ich habe in der Tat das als absolut falsch gesehen. Also die Anklage war aus meiner Sicht sehr stimmig. Es gibt nicht den einen großen Beweis, Kardinalsbeweis oder den einen großen Kronzeugen, mit dem und die Anklage steht oder fällt. Die Anklage, rund 500 Seiten, ist ein riesengroßes Puzzle. Ich habe es mal bezeichnet so als 100.000-Teile-Puzzle, wo bei jedem Prozesstag mehr oder weniger mehrere Puzzleteile zusammengesetzt wurden. Und wenn das Bild am Ende stimmt, ja, dann ist das auch in sich stimmig, logisch stimmig. Und das war aus meiner Sicht so, sodass ich glaube, dass es zu einer Verurteilung kommen wird, also auch auf lebenslänglich. Wo ich mir nicht so sicher bin, ist diese Frage der besonderen Schwere der Schuld, die ja daran hängen würde an der Frage, hat Beate Zschäpe jemals die Chance, wieder rauszukommen? Was der Prozess auf jeden Fall nicht geschafft hat, ist das Ausmaß der Verstrickung der Sicherheitsbehörden aufzudecken. Wir gehen aus von ungefähr 800.000 Seiten an Akten. Prozessakten, Ausschussakten, Vernehmungen, alles Mögliche. Ich habe in den Jahren, also ich mache das ja seit 2011, seit der NSU aufgeflogen ist, nicht nur die 5 Jahre Prozess. Ich bin mir ein, 60.000 Seiten habe ich durch, also zum Teil quer gelesen. Ja, da haben die Augen ein bisschen gelitten.